Hallo zusammen. Es ist fast ein Jahr her, seit ich meine musikalischen Vorbilder und lieben Freunde Peter Bartmann und Georges Fleury in Herdecke beim Tastenfestival getroffen hatte. Peter Bartmanns ist leider im Musikantenhimmel, er fehlt mir immer noch sehr. Und Georges Fleury nimmt sich dieses Jahr eine Auszeit. Und von Georges Fleury habe ich immer den Fingerzeig bekommen, denk an die Obligattöne. Spiel mit der linken Hand die Gegenmelodie. Und das passt übrigens bei dem Walzer Wiener Praterleben oder besser bekannt als Spottpalastwalzer sehr gut. Ja, das kann man nicht nur auf der Orgel spielen, das geht auch mit dem Keyboard sehr gut. Allerdings muss man dann Fingered on Bass nutzen bei den Yamaha Keyboards. Und nun hoffe ich, dass euch meine Interpretation von dem Wiener Praterleben gefällt. Musik.